Hallo, guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um einen Vergleich zwischen Jesaja 7 und Jesaja 8. Die beiden Kapitel, die hängen sehr eng miteinander zusammen. Ich zeige euch hier mal eine kurze Grafik. Da könnt ihr sehen, wie eng diese beiden Kapitel miteinander verbunden sind. Und ohne jetzt den Text im Detail zu lesen, das müsstet ihr selber tun, gebe ich einfach mal so ein paar Gedanken weiter über den Immanuel und über den Raubewald Eilebeute und über den ein Überrest wird umkehren, Shea Jashub, ja, so heißen ja die beiden Söhne von Jesaja. Also der Immanuel wird von einer Jungfrau geboren, sagt Jesaja 7, Vers 14, oder von einer jungen Frau. Immanuel, dieser Begriff Immanuel, der kommt in der Bibel nur viermal vor, nämlich einmal in Jesaja 7, Vers 14, einmal in Jesaja 8, Vers 8 und Vers 10 und einmal in Matthäus 1, Vers 23. Also insgesamt viermal. Ja. In Jesaja 8 steht, dass Assyrien ins Land Immanuels kommt und dass der Immanuel Assyrien besiegen wird. Die Rabbiner, das ist erstaunlich, ja, weil das Jesus ja bisher noch nicht getan hat, Assyrien besiegt, ja. Ich blende euch da auch kurz die Bibelstelle zu ein, ja. Die Rabbiner, die leugnen, dass in Jesaja 7, Vers 14 die Rede von Jesus Christus ist. Und sie behaupten, der Sohn der jungen Frau Haalma geboren worden wäre, sei Hiskia gewesen. Und Hiskia sei daher der Sohn von König Ahas gewesen und die junge Frau, die dort gebiert, wäre die Frau des Königs Ahas gewesen. Allerdings war im Jahr 733 vor Christus, das ist die Zeit, in der Jesaja 7 handelt, Hiskia bereits geboren und zwischen 7 und 17 Jahre alt. Man weiß das nicht so ganz genau. Da gibt's große Diskussionen drüber, wann Hiskia genau geboren wurde. Und wie alt er zu dem Datum war, wann er König geworden ist, ja, gibt es einige kritische Anmerkungen zu in der theologischen Welt, die auch nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Man weiß das nicht genau. Hiskia war eine Zeit lang auch parallel mit seinem Vater wohl auch König. Irgendwie stimmen die Zahlen da nicht so ganz miteinander überein. Die Bibel ist da sicher genau, aber man kennt da keine direkte Lösung für. Aber zur Zeit von Jesaja 7 war Hiskia auf jeden Fall schon geboren. Deswegen passt diese Auslegung nicht. Hiskia kann also nicht der Immanuel sein, weil ja dort erst die Geburt des Immanuel angekündigt wird und somit noch zukünftig war, während Hiskia damals aber schon lebte. Diese historische Tatsache verschweigen die Rabbiner, weil ihre Deutung sonst nicht mehr funktioniert. Sie unterscheiden auch zwischen einem Zeichen und einem Wunder. Der Regenbogen ist nach ihrer Aussage, und das teile ich eigentlich auch, der Regenbogen ist ein Zeichen, aber er ist kein Wunder, denn er kann physikalisch erklärt werden. In vielen kleinen Wasserteilchen bricht sich das Licht und teilt sich in seine Frequenzen auf. Also nichts Übernatürliches, sondern etwas, das physikalisch erklärt werden kann, aber als Zeichen von Gott eingesetzt wurde, ja, der Regenbogen. Ein Wunder hingegen ist für sie, dass Sarah im hohen Alter ein Kind der Verheißung gebiert, denn das ist naturwissenschaftlich bzw. medizinisch-biologisch nicht mehr zu erklären, muss also ein Wunder sein. Wenn also in Jesaja 7 eine Jungfrau ein Kind geboren hat und das ein Zeichen Gottes für Ahas sein soll, so spotten die Rabbiner, was konnte dann der Beobachter von außen gesehen haben. Warum die Jungfrauengeburt aber dennoch ein Wunder und auch ein Zeichen war, beziehungsweise sein wird, sehen wir später. Aber die Rabbiner verstehen es zumindest noch nicht. In Kapitel 8 steht, dass Assyrien ins Land des Immanuel eindringen wird. Das wäre laut rabbinischer Deutung dann das Land Hiskias, des Königs von Juda. Die Assyrer eroberten tatsächlich das Nordreich um 722 vor Christus und belagerten schließlich Juda
und Jerusalem im Jahr 702-701 vor Christus. Jesaja 8 sagt, dass der Immanuel Assyrien bei dieser Belagerung besiegen werde oder besiegt habe. Eigentlich eher besiegen werde, weil das noch nie geschehen ist, dass der Immanuel gegen die Assyrer gekämpft hat. Nach rabbinischer Deutung wäre das dann Hiskia. In Jesaja 8, Vers 10 steht, beschließt einen Rat, ihr Völker, ja, und es werde nichts daraus. Beredet euch und es bestehe nicht, denn hier ist Immanuel. Dieser Immanuel wäre dann nach der rabbinischen Deutung Hiskia. Aber Hiskia hat damals Syrien nicht besiegt, sondern ein Engel, den Gott vom Himmel geschickt hat und der in einer Nacht 185.000 Assyrer getötet hat. Das steht in 2. Könige 19, Vers 35. Und in derselben Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und da sie sich des Morgens früh aufmachten, siehe, da lagen's alles eitel tote Leichname, so steht in meiner alten Lutherbibel, ja. Hiskia hat also Syrien nicht besiegt, Assyrien nicht besiegt, sondern der Engel des Herrn hat Assyrien besiegt. Also müsste dann nach biblischer Aussage der Engel Immanuel sein. Aber wie kann ein Engel Gottes der Immanuel sein, wo doch der Immanuel erst dann seinen Namen bekommt, wenn er von einer Jungfrau bzw. von einer jungen Frau geboren wird? Ja, denn es heißt ja in Jesaja 7, Vers 14, siehe, die junge Frau schwanger, ja, und sie wird einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel heißen, nach seiner Geburt. Dann müsste aber der Engel des Herrn, der ja jetzt die Assyrer getötet hat, so wie in der Vorhersage in Jesaja 7 ja auch für Hiskia wohl ausgelegt wurde, müsste der Immanuel sein. Also das passt vorn und hinten irgendwie nicht zusammen. Und es gibt nur eine einzige Lösung für dieses Geheimnis, und das kann laut Bibel allein die sein, Christus höchst selbst ist der Immanuel. Jesus Christus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Und er war der Engel des Herrn aus 2. Könige 19. Dann macht die Bibelstelle Sinn. Israel ist das Land des Immanuel und damit Christi Land und Eigentum. Weshalb Christus bei Lebzeiten Israel durchzog und als sein Land besichtigt und zum Königreich der Himmel gerufen hatte. Ja, Christus kommt als König, um sein Volk Israel zu sich zu rufen und das Königreich zu beginnen. Der Immanuel ist Christus. Und diese Prophetien passen nur zusammen, wenn Christus geboren wird von einer Frau und unter das Gesetz getan, wie Paulus sagt. Und dann gleichzeitig auch der Engel des Herrn ist. Also das ist ein großes Geheimnis und das Geheimnis geht auch noch tiefer. Denn das Problem ist ja, dass Christus bisher noch nie gegen Assyrien gekämpft hat. Sicherlich hat er als Engel des Herrn in 2. Könige 19 die Assyrer besiegt. Aber da war er noch nicht Immanuel, weil er damals noch nicht von einer Jungfrau geboren war. Dennoch sagt die Schrift in Jesaja 8, Vers 10, dass der Immanuel, also Christus, die Assyrer bei der Belagerung Jerusalems besiegt. Dieser Sieg ist aber noch nicht errungen worden. Folglich muss eine Belagerung Jerusalems durch Assyrer, die durch den Menschensohn beendet wird, noch zukünftig sein. Und das steht unter anderem in Sacharja 14, das steht in Vers 2, denn ich werde alle Heiden wieder Jerusalem sammeln zum Streit, und die Stadt wird gewonnen, die Häuser geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden und das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und weiter in Vers 3. Aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder die Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt, zur Zeit des Streites. Und seine Füße werden zu der Zeit auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem liegt gegen Morgen. Und der Ölberg wird sich mitten entzwei spalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, dass sich eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht und die andere gegen Mittag geben wird, also die eine nach Norden und die andere nach Süden. Die Belagerung Jerusalems durch Assyrien wird kommen,
wenn alle Völker in der Endzeit ins Schautal versammelt werden, davon steht in Jesaja 22, ja, denn es ist ein Tag des Getümmels und der Zertretung und Verwirrung vom Herrn Zebaot im Schautal, um des Untergrabens willen der Mauer, da wird die Stadtmauer untergraben, ja, dass sie einbricht, und des Geschreies am Berge, denn Elam, das ist eine Beschreibung von Assyrien, fährt der Herr mit Köcher, Wagen, Leuten und Reitern, und Kir glänzt daher mit Schilden, und es wird geschehen, dass deine auserwählten Täler werden Vollwagen sein, und Reiter werden sich lagern vor die Tore. Doch sehet ihr nicht auf den, der solches tut, und schaut nicht auf den, der solches schafft von ferne her. Das ist Jesaja 22, ja. Die Belagerung Jerusalems durch Assyrien wird kommen, wenn alle Völker in der Endzeit ins Schautal versammelt werden und schließlich Christus auf den Ölberg herabkommt, um dann Assyrien zu besiegen. Das bedeutet wiederum, dass in der Endzeit Assyrien oder besser der Iran noch einmal nach Israel eindringt, alles erobern und alle deportieren wird. Das bedeutet, der moderne Staat Israel wird noch einmal in iranische und auch wahrscheinlich in ägyptische Gefangenschaft gehen. Schließlich wird Assyrien, der moderne Iran, nach Jerusalem hinaufziehen. Dort wird ihn Christus erwarten und besiegen. Damit ist bewiesen, dass Jesaja 7 von der Jungfrauengeburt Marias weissagt, dass Christus der Immanuel ist, dass Christus der Engel des Herrn ist und der Engel des Herrn Christus, dass Israel das Land Jesu Christi ist und nicht das Land der Juden, dass Israel noch einmal vom Iran überfallen und deportiert wird und dass der Immanuel, Jesus Christus, sein Land vom Assyrer befreien wird, wenn er auf den Ölberg kommt. Das ist die einzige stimmige Auslegung des Immanuels in Jesaja 7 und 8. Und erst dann, wenn Christus auf den Ölberg kommt, ist Jesaja 8 vollständig erfüllt. In einem der vorigen Videos haben wir gesehen, dass die Prophezeiung auf den Immanuel in Jesaja 7 umfassender ist, als dass sie zur Geburtszeit Jesu schon vollends erfüllt worden wäre. Denn Vers 15 folgende sagt, dass der Knabe erst lernen muss, Böses und Gutes zu unterscheiden, dass das Land Israel zu seiner Geburtszeit nahezu vollständig entvölkert sein würde und dass zu seiner Geburtszeit Syrien und Ephraim zerstört werden würden. Das alles ist zur Zeit der Jungfrauengeburt Marias nicht geschehen. Und dass Jesus erst lernen musste, Gutes und Böses zu unterscheiden, ist mehr als unwahrscheinlich, denn er war durch Gottes Geist gezeugt. Die Prophezeiung muss also noch auf eine andere Zeit deuten. Dann muss aber der Immanuel auch noch eine zweite Erfüllungszeit haben. Diese Zeit wird in bzw. zu Beginn der 70. Jahrwoche kommen. Dann wird Jerusalem angegriffen und belagert werden. Vor der Stadt steht einer, der schnellen Raub und eilends Beute machen will. Während dieser Belagerung kommt in der Endzeit die ganze Stadt Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus. Dann ist der Raube bald Eilebeute geboren worden. Zu seiner Zeit, in der Endzeit, werden Syrien und Ephraim zerstört werden. Denn dann werden die beiden Staaten wieder existieren. Und der Iran wird sie überfallen, erobern und zerstören. Das bedeutet aber dann gleichzeitig, dass Israel in einen Norden und in einen Süden auseinanderbrechen wird. Denn wenn die Bibel von Ephraim spricht, dann meint sie den Norden Israels. Und Israel ist heute ja noch nicht in einen Norden und in einen Süden geteilt. Daraus geht also dann hervor, dass die Bibel für die Endzeit von Ephraim und von Juda spricht und Israel in dieser endzeitlichen Phase, in der diese Prophetie in Erfüllung gehen soll, noch in zwei Teile auseinanderbrechen wird. Aber davon soll jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein. Die dann in der Stadt Wiedergeborenen in der Endzeit, die durch diese Belagerung, während dieser Belagerung zum Glauben gekommen sind, das sind die Raube bald Eilebeute, wofür der eine Sohn von Jesaja symbolisch steht. Die müssen lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden.
wie das jeder junge Christ ja auch lernen muss. Und zu deren Zeit wird Israel deportiert und das Land derart entvölkert sein, dass die, die darin übrig bleiben, Butter und Honig essen können. Wie in Jesaja 7, Vers 21 folgende steht, zu derselben Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe ziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird. Denn Butter und Honig wird essen, wer übrig im Lande bleiben wird. Ja, da geht's also um einige, die übrig bleiben. Ja, wie Paulus auch mal sagt im 2. Thessalonicher, 1. Thessalonicher, wir, die wir leben und übrig bleiben. Das heißt also, in dieser Zeit, in dieser letzten Zeit wird Israel entvölkert sein und das führt dazu, dass so viel Milch und Honig da ist, dass die übrig gebliebenen Butter und Honig essen können. Honig, ein seltenes Gut damals, ja. Das bedeutet aber, dass der Immanuel nicht allein Christus ist, sondern auch Raube bald Eilebeute ist Immanuel. Dieses Geheimnis erläutert uns Paulus, wenn er im Neuen Testament Christus und die Gemeinde als Haupt und Glieder bezeichnet. Der Christus, der Gesalbte Gottes, besteht also aus Jesus Christus selbst und aus seiner Gemeinde. Immanuel ist also Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, und seine wiedergeborene Gemeinde, hier in der Endzeit, raube bald Eilebeute, der während dieser Belagerung, der Überreste während dieser Belagerung zur Wiedergeburt kommt und damit zu Jesus Christus gehört, wie Haupt und Glieder. Folgerichtig wird der raube bald Eilebeute auch ganz ähnlich beschrieben wie der Immanuel. In Jesaja 7, Vers 16 steht vom Immanuel, denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen der graut. Und diese beiden Könige waren Pekachia und Rezin. Pekachia, der König des Nordreiches von Israel, und Rezin, der König von Syrien. Und in Jesaja 8, Vers 4 steht, denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Ausbeute Samarias weggenommen werden durch den König von Assyrien. Also hier ist wieder die Rede von diesen beiden Königreichen. Samaria, das ist die Hauptstadt von Ephraim, die Hauptstadt vom Nordreich Israels, und Damaskus ist die Hauptstadt von Syrien. Und die Beschreibung von Raube bald Eilebeute und Immanuel, die sind sehr ähnlich, ja. Warum? Weil sie eins sind in Christus, ja. Raube bald Eilebeute ist gemeinsam mit Shea Yashub, das bedeutet ein Überrest wird umkehren, ein Zeichen und Wunder in Israel. In Jesaja 8, Vers 18 steht, siehe, hier bin ich und die Kinder, also Shea Yashub und Maher Shalal Hashbaz, also ein Überrest wird umkehren und raube bald Eilebeute, die meint Jesaja mit den Kindern. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die zwei Söhne, die der Herr mir gegeben hat, zum Zeichen und Wunder in Israel vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berg Zion wohnt. Diese beiden Söhne Jesaja sind also Zeichen und Wunder in Israel. Und auch der Immanuel sollte ja ein Zeichen sein, ja? Denn in Jesaja 7, Vers 14 steht ja darum, sie wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau oder eine junge Frau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie heißen Immanuel. Die Rabbiner unterscheiden also zwischen einem Zeichen, dem Regenbogen, und einem Wunder, der Geburt Isaaks. Ein Zeichen ist etwas, das für alle offensichtbar ist. Ein Wunder ist etwas Übernatürliches, etwas menschlich oder naturwissenschaftlich Unmögliches. Wenn Jesaja 7 von einer Jungfrauengeburt spräche, so spotten die Rabbiner, was würde man sehen, wenn das ein Zeichen wäre? Aber die Geburt Christi, das war tatsächlich ein großes Zeichen. Und ein ähnlich großes Zeichen war die Wiedergeburt der Gemeinde Jesu Christi zu Pfingsten vor 2000 Jahren in Jerusalem. Genauso wird die Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit ein großes Zeichen sein, das alle sehen können, so wie Jesaja in Kapitel 8, Vers 1 gesagt bekommt von Gott. Gott sagte zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit deutlich lesbarer Schrift für schnellen Raub und für rasche Beute. Ja. Diese Wiedergeburt Jerusalems wird während einer kriegerischen Belagerung der Stadt geschehen.
aber sie geschieht nicht durch das Heer selbst, was vor der Stadt liegt, oder durch äußerliche Kraft, sondern sie geschieht durch Gottes Geist, wie Sacharja 4, Vers 6 steht. Das ist das Wort des Herrn von Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Also nicht durch das Heer wird der Überrest wiedergeboren, sondern durch den Geist Gottes, den der Herr während der Belagerung auf die Stadt Jerusalem ausgießt. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass in den folgenden Versen, in Sacharja, davon die Rede ist, dass Zerubabel den Tempel begonnen hat und ihn auch zu Ende bringen wird. Zerubabel ist ein Bild auf Christus. Zerubabel war der Statthalter, eine Art Königersatz zu seiner Zeit in Juda und Jerusalem. Zerubabel ist ein Bild auf Christus. Christus hat seinen Geist vor 2000 Jahren auf die Stadt Jerusalem ausgegossen und er wird das in der Endzeit erneut tun. Und deswegen sagt Sacharja auch, dass Zerubabel den Tempel begonnen hat vor 2000 Jahren in Jerusalem. Da war Jerusalem ein Tempel Gottes in dem Moment, wo die Stadt wiedergeboren war. Und er wird den Tempel auch zu Ende bringen, und zwar in der Endzeit, wenn die Stadt Jerusalem zum zweiten Mal Wiedergeburt erlebt und dann wieder Tempel Gottes ist, dann wird Christus diesen Tempel Gottes abgeschlossen haben. Und zwischendrin sind wir aus den Nationen, aus den Heiden. Ja? Der Tempel, von dem in Sacharja 4 die Rede ist, ist kein physischer jüdischer Tempel, sondern ist die wiedergeborene Stadt Jerusalem selbst. Christus hat die Gemeinde durch die Ausgießung seines Geistes in Jerusalem begonnen und er wird sie dort auch beenden. So wie in Sacharja 4, Vers 9 steht, ist nochmal der Bibelvers dazu, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, dass ihr erfahrt, dass mich der Herr zu euch gesandt hat. Jesaja 7 und Jesaja 8 handeln also offensichtlich beide von Rezin und Pekach. Jesaja 7, Vers 1 steht, und es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs in Juda, zog herauf Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König Israels, gegen Jerusalem, wieder dasselbe zu streiten, konnten es aber nicht gewinnen. Ja, da ist die Rede also von Rezin und Pekach. Und gleich ist auch in Jesaja 8, Vers 6, weil dieses Volk das ruhig dahinfließende Wasser im Kanal von Schiloach verachtet und sich über Rezin und Ben-Remalja freut. Also wieder Rezin, König von Damaskus, und Ben-Remalja ist ein Name für den Pekach, aber dieser Pekach ist so gottlos, weil er auch ein Bild ist für den falschen Propheten, dass der in Jesaja nicht mehr mit Namen genannt wird, sondern nur noch der Sohn Remaljas genannt wird. Ja? Also dieser Name Pekach wird nur einmal in Jesaja 7, Vers 1 erwähnt und danach nie mehr, ja? Weil das einfach ein ungehöriger und antichristlicher böser Mensch ist und deswegen wird er nur noch Sohn Remaljas genannt. Ja? Wenn aber in beiden Kapiteln von Rezin und von Pekach die Rede ist, dann müssen ja beide Kapitel und ihre Inhalte von der gleichen Zeit handeln. Wenn die vollständige Erfüllung von Jesaja 7 aber in der Antike nicht geschah und zur Geburtszeit Jesu aus den vorgenannten Gründen nicht möglich war, weil es damals kein Syrien, kein Ephraim gab, sondern nur Römisches Reich, dann müssen beide, nämlich Rezin und Pekach, noch einmal in der Zukunft kommen, so wie sie in der Antike auch schon da waren. Zur Zeit von Jesaja 7 wurde kein Immanuel geboren, denn Hiskia konnte es offensichtlich nicht sein. Zur Geburtszeit Jesu wurden Ephraim und Juda nicht zerstört, wie das Jesaja 7 aber voraussagt. Ja, zur Geburtszeit Jesu war das Römische Reich im Land, es gab kein Ephraim und kein Juda. Ja. Dann müssen also Kapitel 7 und Kapitel 8 erst noch erfüllt werden. Das bedeutet, dass es in der Endzeit wieder ein Israel geben muss. Genauso müssen Syrien und Ephraim wieder existieren. Syrien existiert seit 75 Jahren. Ephraim wird dann entstehen, wenn Israel in zwei Teile auseinanderbricht. Das ist noch nicht so weit. Letzteres ist noch nicht so weit, aber es sieht im Moment sehr danach aus.
Das bedeutet, dass folgende Ereignisse für die Endzeit zu erwarten sind. Israel wird wieder sein. Syrien wird wieder sein. Das haben wir beides heute, ja? Israel wird zerbrechen. Das haben wir noch nicht. Ein Immanuel wird geboren. Klammer auf. Ein Bild aus Jesaja 7 für den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem. Und ein Raubebald Eilebeute wird geboren werden. Ein anderes Bild aus Jesaja 8. Ebenfalls für den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem. Der Immanuel, der Raubebald Eilebeute und der Shea-Yashub, ein Überrest wird umkehren, sind alle zusammen ein großes Zeichen, und zwar für die baldige Wiederkunft Christi. Denn Christus muss zweimal kommen, wie wir später noch aus diesem Text hier sehen werden. Die Wiedergeburt Jerusalems wird also während einer kriegerischen Belagerung der Stadt geschehen, und zwar in der Endzeit, meiner Meinung nach zum Beginn der 70. Jahrwoche, oder genauer gesagt ist der Tag der Wiedergeburt Jerusalems taggenau der Beginn der 70. Jahrwoche. Diese Wiedergeburt Jerusalems wird also während einer kriegerischen Belagerung der Stadt geschehen. Ein Bild hierauf ist Raubebald Eilebeute. Sein Name spielt auf den Belagerer an, der dann vor der Stadt liegt und eine schnelle Eroberung und rasche Beute machen will. Shea-Yashub, der zweite Sohn Jesajas, der erste, der ältere Sohn, ja, das bedeutet, ein Überrest wird umkehren, hingegen deutet auf den Überrest, der vor 2000 Jahren in Jerusalem schon wiedergeboren wurde. Damals gab es keine Belagerung Jerusalems. Ein Überrest kehrt trotzdem um. Zwar waren damals die Römer im Land, aber die Wiedergeburt Jerusalems geschah, ohne dass ein aktuelles Kriegsgeschehen in oder um Jerusalem stattfand oder die Stadt belagert gewesen wäre. Die Tochter Zion hat damals geboren, ohne Wehen bekommen zu haben. Das prophetische Vorbild hierfür ist Shea-Yashub. Ein Überrest kehrte damals um, der erste Sohn Jesajas. Raubebald Eilebeute hingegen ist der zweite Sohn Jesajas und das prophetische Vorbild für die noch kommende Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit, dann mit Wehen, also mit Belagerung. Beide Söhne, Shea-Yashub und Raubebald Eilebeute, sind also prophetische Vorbilder für die beiden Zeitpunkte der Wiedergeburt Jerusalems. Einmal eine Geburt ohne Wehen, ohne Belagerung vor 2000 Jahren, das ist Shea-Yashub, ein Überrest wird umkehren, und einmal eine Geburt mit Wehen, mit Belagerung in der Endzeit, das ist der Maher Shalal Hashbaz, der Raubebald Eilebeute, der für diese Belagerung in der Endzeit steht. Damit verstehen wir dann auch, warum diese beiden ein Zeichen und Wunder sind vom Herrn in Israel. Beide sind nämlich damit nicht nur ein Wunder, denn die Wiedergeburt ist ein großes Wunder, sondern auch ein großes Zeichen, das die ganze Welt kennt und gesehen hat zu Pfingsten, beziehungsweise noch sehen wird, wenn Jerusalem dereinst wiedergeboren wird. Alle werden das sehen und es ist ein großes Zeichen. Und deswegen steht in Jesaja 8, Vers 1, und der Herr sprach zu mir, nimm vor dich eine große Tafel und schreib darauf mit Menschengriffel, Raubebald, Eilebeute. Jesaja 8 sagt, dass bevor der Knabe, der Raubebald Eilebeute, der von der Prophetin geboren wird, lieber Vater und liebe Mutter sagen kann, der Reichtum Ephraims und Syriens vor dem König von Assyrien hergetragen wird. Dann muss der Raubebald Eilebeute, mehr oder weniger, zur Zeit von Jesaja 8, also im 8. Jahrhundert vor Christus, geboren worden sein. Der Raubebald Eilebeute steht aber in engstem Verhältnis zum Immanuel, denn von beiden wird das gleiche geweissagt, dass nämlich zu ihrer Zeit Syrien und Ephraim zerstört werden. Von dem Immanuel steht in Jesaja 7, Vers 16, denn ehe der Knabe lernt Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen beiden Königen dir graut. Und vom Raubebald Eilebeute steht in Jesaja 8, denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus
und die Ausbeute Samarias weggenommen werden durch den König von Assyrien. Syrien und Ephraim wurden im 8. Jahrhundert vor Christus zerstört. Damals wurde aber nicht der Immanuel geboren. Lediglich seine Ankunft wurde damals vorhergesagt. Geboren wurde der Immanuel zur Zeitenwende in Christus. Zur Zeit der Geburt Christi wurden aber Syrien und Ephraim nicht zerstört. Es muss also noch eine andere Erfüllungszeit geben, um die Prophetie in Jesaja 7 und 8 wahr werden zu lassen. Dieser Zeitpunkt kommt in der Endzeit, genauer in der 70. Jahrwoche. Dann werden Syrien und Ephraim von Assyrien, also vom Iran, zerstört werden. Dann wird auch der Raube bald Eilebeute geboren werden, der dann auch Immanuel ist, Gott mit uns. Denn Raube bald Eilebeute wird in der endzeitlichen Belagerung Jerusalems geboren, dann nämlich, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Die, die dann wiedergeboren wurden oder werden, gehören zur Gemeinde Jesu Christi, sind also sein Leib. Damit sind sie sowohl Raube bald Eilebeute als auch Immanuel, und beide Prophetien aus Jesaja 7 und aus Jesaja 8 passen auf sie. Denn sie wurden während einer Belagerung Jerusalems geboren, und weil sie wiedergeboren sind, sind sie in Christus. Eigentlich kann man sagen, dass Jesaja 7 und Jesaja 8 vollständig erst in der letzten 70. Jahrwoche in Erfüllung gehen können. Denn erst dann wird eine geopolitische und geistliche Konstellation existieren, in der alle oben genannten Beteiligten und Voraussetzungen aufeinandertreffen können. Der Raube bald Eilebeute, der Immanuel, das ist Christus, und seine Gemeinde, Jerusalem, Ephraim, die endzeitlichen Syrer und die endzeitlichen Assyrer und so weiter. Das ist gigantisch. Die Rabbiner sagen, dass die Geburt des Immanuel durch eine junge Frau kein Zeichen sein könne, denn dass eine junge Frau ein Kind gebiert, ist nichts Besonderes, also kein Zeichen. Dass eine Jungfrau gebären würde, wäre wohl ein Zeichen, aber da ihre Jungfrauenschaft von außen nicht gesehen werden könne, ist das ebenfalls kein Zeichen für die Umstehenden. Aber die Schrift sagt, dass das Haus des Königs Ahas die Geburt des Immanuel als Zeichen bekommen solle. Die Erklärung hierfür ist wie folgt. Wenn Jerusalem in der Endzeit wiedergeboren wird, kann das jeder sehen. Und zwar weltweit. Die Stadt Jerusalem kommt zum Glauben an Jesus Christus. Jerusalem wird christlich. Ob es dann von den Menschen auch verstanden wird, sei dahingestellt. Aber die Wiedergeburt Jerusalems wird von allem gesehen werden und ein großes Zeichen sein, und zwar dafür, dass Christus bald wiederkommt. Gleiches gilt auch für die Jungfrauengeburt Marias. Die Geburt Jesu war ein großes Zeichen und wurde von der ganzen Welt gesehen und geglaubt. Nur die Rabbiner haben es zwar gesehen, es aber verworfen. Jesaja 8 sagt, dass die beiden Söhne des Jesaja ebenfalls ein Zeichen seien. Jesaja 8, Vers 18. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, zum Zeichen und Wunder in Israel vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berge Zion wohnt. Diese beiden Söhne symbolisieren die beiden Zeitpunkte, an dem die Tochter Zion Wiedergeburt erlebt hat bzw. erleben wird. So wie der erste Zeitpunkt der Wiedergeburt Jerusalems zu Pfingsten vor 2000 Jahren ein großes Zeichen für den Beginn der weltweiten Gemeinde Jesu war, so wird die endzeitliche Wiedergeburt Jerusalems ein Zeichen für das baldige Kommen Christi sein. Wenn aber sowohl Immanuel ein Zeichen war, als auch der Shea Yashub, ein Überrest wird umkehren, und auch der Raube bald Eilebeute, dann würde das ja bedeuten, dass sie alle drei aufs Engste miteinander verbunden sind. Und das sind sie auch.
Denn der Immanuel war Christus. Und die endzeitliche Erfüllung des Immanuels ist die wiedergeborene Stadt Jerusalem. Ein Überrest wird umkehren, Shea Yashub, symbolisiert die Wiedergeburt Jerusalems am Anfang der Gemeindezeit. Und Raube bald Eile Beute symbolisiert die Wiedergeburt Jerusalems an deren Ende. Sie beide sind ein Zeichen, wie auch der Immanuel. Das bedeutet wiederum, dass Christus und die Wiedergeborenen in Jerusalem zu Pfingsten vor 2000 Jahren und die Wiedergeborenen in der Enze in Jerusalem eins mit Christus sind, mithin also alle Immanuel. Alle drei sind ein Zeichen und sind eins, denn sie sind Immanuel, wie Paulus schreibt, Christus ist das Haupt und die Gemeinde ist sein Leib. Das ist etwas Großes. Laut Matthäus 1 wurde die Prophetie auf den Immanuel in Christus erfüllt. Allerdings sagt Jesaja 8, dass der Immanuel gegen die Assyrer kämpfen und sie besiegen wird. Das hat Christus bei seinem ersten Kommen nicht getan. Dann muss er zweimal kommen. Das ist auch interessant, dass das aus diesen Versen hervorgeht. Wir haben also hier den deutlichen Hinweis darauf, dass Christus zweimal kommt. Das alles ist ein großes Geheimnis und wird ohnehin nur von den Jüngern Jesu geglaubt. Die anderen sind blind und können es nicht sehen noch verstehen, weder heute noch dann. Und zwar zuerst die Juden und auch die Griechen. Die Welt und die Christenheit werden Raube bald Eilebeute sehen und dennoch nicht sehen, denn das ist ihnen verborgen, wie Jesaja 8, Vers 16 schreibt, binde zu das Zeugnis, versiegle das Gesetz meinen Jüngern. Das kann von Außenstehenden nicht verstanden werden, und wenn man es noch so oft erklären will. Aber die, die berufen sind, die verstehen's und die glauben's und die freuen sich und die sind auch orientiert und informiert. Die Welt und die Christenheit und die Judenheit werden erst glauben, wenn sie sehen. So wie Christus sagt, Matthäus 23,39, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.